Hallo und herzlich willkommen auf Finance Coach. Mein Name ist Pascal und heute ist ein ganz besonders spannender Tag an der Börse, denn Nvidia wird nachbörslich Quartalszahlen vorlegen. Nvidia ist ja nun kein ganz kleines Unternehmen mehr und deshalb wird das natürlich auch Auswirkungen auf den Gesamtmarkt haben. Die Quartalszahlensaison neigt sich eigentlich schon dem Ende zu, aber Nvidia ist noch eine der letzten großen, die hier jetzt heute Abend Quartalszahlen vorlegen wird. Und wir als Optionshändler schauen natürlich ganz besonders auf die Markterwartungen und was für Preisbewegungen eingepreist sind und natürlich, ob wir die ein oder andere Chance ausmachen können, davon zu profitieren. Deshalb lasst uns doch gleich mal reinschauen, was die aktuellen Markterwartungen für die Quartalszahlenvorlage von Nvidia sind. Bevor wir auf die Optionen zu sprechen kommen, schauen wir uns natürlich erst einmal den Chart der Nvidia-Aktie an. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, gab es hier eine wahnsinnige Rallye seit Beginn des Jahres. Aktuell hat Nvidia seit Jahresbeginn 155% plus auf der Uhr stehen. Hier eingezeichnet habe ich mal die Zeitpunkte der letzten drei Quartalszahlenvorlagen. Wir beginnen mal mit der ältesten, die ist noch aus dem letzten Jahr und ein bisschen weniger spektakulär. Hier wurden am 21. November Quartalszahlen vorgelegt. Da war die Aktie bei knapp 50 US-Dollar zum Handelsschluss und hat am Folgetag etwas abgegeben. Nicht sonderlich viel, 4,5% in der Spitze und bei knapp 3% minus hat man dann den Tag geschlossen. Wir sehen aber schon hier unten anhand der implizierten Volatilität, dass die Optionspreise hier Zeitwert verloren haben, dadurch, dass die Schwankungserwartung zurückgegangen ist. In diesem Jahr war es dann schon deutlich spannender. Wir sehen auch diese wahnsinnig großen Kurslücken, diese Gaps hin auf die Quartalszahlen. Kurz vor den Quartalszahlen war die Nvidia-Aktie hier nochmal stärker korrigiert, von dem Level von 75 Dollar bis runter auf 67 Dollar und 50 Cent. Aber dann kam die große Überraschung auf die Quartalszahlen hin, ist die Aktie über 16% ins Plus gegangen. Ja, das war deutlich mehr, als der Markt erwartet hatte. Die Volatilität ist zwar zurückgegangen, aber trotzdem war diese Bewegung weit über dem, was der Markt eben eingepreist hatte. Wir haben nah am Tageshoch geschlossen und wir sehen, die Folgetage ging es dann noch weiter rauf. Auch bei den letzten Quartalszahlen konnte die Nvidia-Aktie wieder überraschen und hat auch sehr große Bewegung hingelegt, auch wenn es nicht mehr ganz so groß war wie zuvor. Ich habe es mir hier mal notiert. Wir hatten hier 12% in der Spitze am Folgetag nach den Quartalszahlen und der Tagesschluss waren immer noch 9,3% plus. Also auch das deutlich mehr als erwartet worden ist. Die Volatilität ist aber auch hier abgesackt. Ja, und jetzt stehen wir wieder an einem Punkt, nochmal etwas höher als bei den letzten Quartalszahlenvorlagen. Wir sehen, die Volatilität ist sogar nochmal höher, als das bei den letzten Quartalszahlenvorlagen der Fall war. Auch wenn es nicht ganz so hoch ist wie zu diesem 5. August, als die japanischen Aktienbörsen gecrashed sind. Aber danach gab es eine relativ schnelle Erholung und die Volatilität ist deshalb nicht ganz auf der Spitze, aber immer noch höher als bei den letzten Malen der letzten drei Quartalszahlenvorlagen. Und nun lasst uns mal reinschauen auf die Möglichkeiten, die wir haben mit den Optionen. Ich schaue erstmal darauf, was der Markt gemacht hat die letzten Male im Schnitt. Hier schauen wir uns mal an, was die letzten 12 Quartale passiert ist, in denen hier Quartalszahlen vorgelegt wurden von Nvidia. Und zwar hat der Markt in 58% der Zeit, also hier in 7 von 12 Quartalen, die Sache überschätzt, hat also zu viel Schwankungen eingepreist gehabt, obwohl wir gesehen haben, dass es bei den letzten zwei Malen eben nicht der Fall war. Im Mittel wurde hier eine Bewegung von 7,8% eingepreist, tatsächlich gab es aber 8,1% Bewegung. Was heißt das jetzt? Ja, das heißt, dass der Markt gar kein so schlechter Schätzer war, nur 0,3% gab es mehr Bewegung im Mittel, als eingepreist war. Und das, obwohl der Markt eigentlich mehrheitlich überschätzt hat, gab es eben mehr Bewegung. Was eben heißt, wenn die Schwankungserwartung zu niedrig geschätzt war, besonders dann gab es eine Überraschung mit einer größeren Bewegung. Und das sehen wir eben hier in dieser größeren Zahl von 8,1% gegenüber den 7,8%. Ich scroll mal noch ein bisschen nach unten, dann sehen wir hier auch noch die Volatilitätsveränderung nach den Quartalszahlen. Also wie stark ist denn die implizierte Volatilität zurückgegangen? Und da sehen wir, dass wir hier zuletzt einen Rückgang um 25% hatten von der implizierten Volatilität. Also von dem Level von 54 auf 40%. Und dass das dann die nächsten 5 Tage aber sogar wieder angestiegen ist. Gerade weil die Aktie dann meistens weiter nach oben gezogen hat, ist die Volatilität hier eher nicht weiter abgefallen. Das heißt für uns schon mal, wir müssten vielleicht eher eine relativ kurze Laufzeit nehmen und relativ schnell aus dem Trade wieder raus sein, weil wir nicht mit so einem extrem großen Volatilitätsrückgang rechnen dürfen, gerade wenn die Aktie vielleicht wieder überraschen sollte und eine größere Bewegung als eingepreist hinlegen sollte.
Nun aber ans Eingemachte, wir schauen uns mal an, welche möglichen Kombinationen gibt es denn. Wir beginnen mal mit den ganz einfachen Varianten, die vielleicht auch Anfänger schon kennen. Und da gucken wir natürlich als erstes mal auf den klassischen Short Put. Also eine ganz einfache Stillhalterstrategie. Wir verkaufen einen Put, bekommen dafür eine Prämie. In diesem Fall habe ich mal rausgesucht einen 109er Put. Der hat ein Delta von knapp 10, also eine Wahrscheinlichkeit von knapp 10%, dass bei Fälligkeit wir unter 109 Dollar stehen. Zumindest das, was der Markt erwartet. Ergo 90%, dass wir über 109 stehen und damit die Option wertlos verfällt. Ich habe jetzt hier eine Fälligkeit vom 30. August gewählt, also diese Woche Freitag, extra kurz, damit man sehr schnell schön Zeitwertverfall hier hat. Natürlich ist das weniger Prämieneinnahme, weil man eine kürzere Laufzeit hat, aber gerade bei den Quartalszahlen nehme ich persönlich immer die kürzestmögliche Laufzeit und gerade bei den Nvidia-Optionen sind ja auch die wöchentlichen Verfälle relativ liquide. Die Aktie hat zuletzt bei 128,30 Dollar geschlossen, was uns also einen guten Puffer gibt, wenn man hier einen 109er Put hätte. Wir sehen das unten auch am G&V-Profil. Sofern wir eben über der 109 schließen, verfällt die Option komplett wertlos. Der Break-Even-Punkt ist bei 108,08 Dollar, weil wir hier natürlich diese Prämie von 92,50 Dollar in jedem Fall behalten dürfen. Aber natürlich sollte man die Position managen, wenn es doch dazu kommt, dass die Aktie eben mehr abschmiert als 100 auf die 109 Dollar. Ja, relativ simpel. Dafür braucht man eine Margin von knapp über 1000 Dollar. Also sagen wir mal grob über den Daumen ein Verhältnis von 1 zu 10. Das ist gar nicht so schlecht. Bei den meisten Naked-Positionen hat man normalerweise ein schlechteres Prämie-Margin-Verhältnis. Hier bei Nvidia ist das also gar nicht so übel, was eben auch daran liegt, dass die implizierte Volatilität relativ hoch ist. Aufgrund der kurzen Laufzeit sehen wir hier 164% implizierte Volatilität aufs Jahr gesehen. Ja, machen wir mal weiter mit der nächsten möglichen Position, einem ganz einfachen Short Call auf der Oberseite, also auch wieder eine Stillhalterposition, bei der wir schlicht einen Call verkaufen. Ich habe jetzt hier mal den 150er gewählt, der hat zwar nicht ganz ein Delta 10, sondern Delta 12, was aber daran liegt, dass wir hier ab der 150 in 5 Dollar Schritten weitergehen mit den Strikes. Das legt nun mal die Börse fest, daran können wir hier nichts ändern. Deshalb habe ich hier ein bisschen mehr Risiko gewählt, also eine Wahrscheinlichkeit von 12%, dass wir da drüber landen. Eben ergo 88%, dass wir drunter bleiben. Und da sehen wir, die Prämie ist aber ähnlich hoch wie auf der Put-Seite. 90 Dollar würde man hierfür bekommen. Die Margin ist aber ein bisschen größer, weil die Nvidia-Aktie eben zuletzt wahrscheinlich auch Bewegung nach oben gemacht hat und dieses Risiko nach oben eben ungedeckt ist mit einem einfachen Short-Call. Deshalb 1500 Dollar Margin und damit ein Prämie-Margin-Verhältnis von 1 zu 15, ein bisschen schlechter und natürlich auch ein bisschen mehr Risiko vielleicht nach oben hin, wenn man eben hier ungedeckt unterwegs ist. Ja, dann gucken wir mal noch die Kombination von beidem an. Einen Short Strangle, also wenn man sagt, ich weiß nicht, ob es nach oben oder unten geht, ich möchte hier ganz non-direktional unterwegs sein und einfach nur den Volatilitätsverfall mitnehmen. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Markt nicht so weit daneben liegt, dass wir eine so viel größere Schwankung bekommen als eingepreist. Dann können wir beide zusammennehmen, bekommen natürlich dann eben auch beide Prämien zusammen, was 182,50 Dollar wären und das mit einer Margin von ebenfalls 1500 Dollar. Warum? Naja, die Aktie kann ja nur in eine der beiden Richtungen gehen, das heißt, die größere der beiden Margins war vom Call, also müssen wir nur die 1500 Dollar Margin erlegen, haben aber deutlich mehr Prämieneinnahme, was das Prämie-Margin-Verhältnis natürlich hier auch wieder verbessert. Das Risiko bleibt natürlich dann auf zwei Seiten, insofern ist es trotzdem nicht weniger riskant, als nur einen Call zu schreiben, beziehungsweise nur einen Put zu schreiben. Wir haben trotzdem hier ein Risiko auf beiden Seiten eben dann offen, je nachdem, wohin die Aktie sich bewegt, wenn sie doch stärker schwanken sollte, als der Markt einpreist. Deshalb kommen wir jetzt mal zu den abgesicherten Varianten. Und zwar habe ich hier einen Bull-Put-Spread, eine relativ einfache Kombination, die auch schon Anfänger handeln können, mit einer abgesicherten Variante hier, also der 113er Put, den habe ich jetzt ein bisschen höher gesetzt, damit man am Ende auch noch eine Prämieneinnahme hat. Der 113er Put hat ein Delta von knapp 16, knapp drunter, also das ist die erste Standardabweichung und damit hat man eine Prämieneinnahme von 1,53 Dollar und darunter habe ich mal 5 Dollar Abstand als Strike genommen, 108. Dafür hat man eine Prämienausgabe von 82 Cent, netto verbleiben hier also noch 71,50 Dollar als Prämieneinnahme, fast so viel wie bei der Naked-Variante mit dem 109er Put. Und die Margin ist hier sogar noch geringer, nämlich auf 500 Dollar beschränkt, logischerweise, weil das der Abstand der beiden Strikes ist mit den 5 Dollar, eben mal 100. Und damit hat man ein noch besseres Prämie-Margin-Verhältnis. Natürlich muss man dazu sagen, für dieses geringere Risiko, was ich habe, habe ich natürlich auch dann den Nachteil,
dass ich vielleicht hier wirklich bis zum Verfall halten muss, um diese Prämie vollends zu vereinnahmen, weil ich eben diese Prämienausgabe mit dem 108er Put, der mich schützt, eben auch habe. Und da werde ich den Zeitwert sehr wahrscheinlich eben verlieren. Das ist natürlich der Nachteil in dieser Variante. Und natürlich muss man mit bedenken, wenn man auf einem privaten Konto handelt, dann hat man das eben als Verlust in der Verlustverrechnungsbeschränkung. Das muss man mit bedenken, wenn man eben mehrere solcher Trades dann aufsetzt oder schon relativ nah an der Verlustverrechnungsbeschränkung von 20.000 Euro im Jahr ist. Ansonsten hat man hier, wie gesagt, die Möglichkeit, mit beschränktem Risiko von maximal 500 Dollar eben eine schöne Prämieneinnahme zu generieren. Insbesondere, wenn die Volatilität relativ schnell fallen sollte nach den Quartalszahlen, dann hat man auch relativ schnell diese Prämie hier verdient, je nachdem, wie schnell die Volatilität zurückgeht. Die Laufzeit ist ja nur bis Freitag. Ich persönlich schließe aber meine Trades gerne direkt am Folgetag nach den Quartalszahlen, um dann nicht noch weiter Kursrisiko ausgesetzt zu sein. Dieselbe Variante machen wir auf der Oberseite. Diesmal bin ich auf den 145er Call. Der ist jetzt hier bei einem Delta von 18,6 und als Long Call habe ich den 150er gewählt. Der kostet 90 Cent. Netto verdienen wir hier eben nur noch 66,50 Dollar. Wir sehen, die Prämien sind hier ein bisschen schlechter als auf der Put-Seite, aber dafür ist auch hier die Margin begrenzt auf 500 Dollar, eben das maximale Risiko zwischen diesen beiden Strikes. Und auch hier gilt das Gleiche. Wir haben, wenn die Volatilität zurückgeht, eine schöne Chance, das auch relativ schnell zu verdienen, selbst wenn wir nicht bis Freitag zum Verfall warten wollen. Und jetzt noch die Kombination für ein bisschen fortgeschrittene Trader, den Iron Condor. Das ist die Kombination dieses Bull-Put-Spreads und eines Bear-Call-Spreads, also die beiden, die ich eben schon gezeigt hatte, in Kombination. Da haben wir dann eine Netto-Prämieneinnahme von 138 Dollar und dafür eben einen maximalen Verlust von 362 Dollar, wenn wir den hier aufsetzen, denn mehr können wir eben nicht verlieren. Wenn die Nvidia-Aktie über 150 zieht oder unter die 108 zieht, dann verlieren wir eben maximal die 500 Dollar Differenz zwischen diesen beiden Strikes. Die Prämie dürfen wir aber in jedem Fall behalten von 138 Dollar, was eben auch unseren Verlust nochmal reduziert, den wir maximal erleiden können. Ja, das ist natürlich eine schöne Variante, wenn man auch noch genügend Raum frei hat auf einem privaten Konto wegen der Verlustverrechnungsbeschränkung, denn hier habe ich natürlich zwei Long-Optionen mit dem 150er Call und dem 108er Put, die ja beide eben dann reinzählen in die Verlustverrechnungsbeschränkung. Aber ansonsten eine sehr schöne Möglichkeit, abgesichert auch ein Quartals-Sun-Trade zu machen. Jetzt hast du einige Varianten kennengelernt, wie man die Nvidia-Quartalszahlen handeln kann. Mich würde jetzt interessieren, welche von den Varianten findest du am spannendsten? Welche handelst du vielleicht sogar selbst? Schreib mir das gerne hier unten in die Kommentare und sei es nur, dass du sie von der Seitenlinie aus beobachtest und vielleicht auf einem Demokonto umsetzt. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!